Documents from a case that happened 50 years ago. Let's play along with the old man for a little longer, shall we? Zach, that means we need to head for the sheriff's department. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab zugehört, aber danke, dass du es nochmal zusammenfasst. Okay, der neue Raincoat-Killer hat also nicht direkt was mit dem alten Raincoat-Killer zu tun, aber angeblich soll es den doch geben. Ja, das Polizeiauto ist einfach besser. Ich meine, es ist fast nicht steuerbar, aber wenn man so über die Geraden düst, das ist schon sehr angenehm mit der Geschwindigkeit. Viel besser als mit dem langsamen Truck. Ist jetzt eigentlich das andere Auto, das wir geschrottet haben, wirklich kaputt? Muss ich das am Schrottplatz neu kaufen, oder wie ist das? Zach, if you notice anything, just stop me. Nee, ist schon okay. Wir fahren jetzt direkt zum Polizeirevier. Sheriff's Office. Le Sheriff Office. Es sei denn, es ist irgendwie immer 9 Uhr. Egal wann ich auf die Uhr gucke in dem Spiel. Es ist immer 9 Uhr. Irgendwie wird das Auto nicht mehr schneller, wenn ich die Sirene drücke, oder? 60. Und ohne Sirene? Er fällt schon langsam Richtung 50, das stimmt. Okay, dann doch. Ah, ich wollte doch nochmal bei der Tankstelle vorbeischauen. Ob es da vielleicht noch irgendwelche Quests zu holen gibt, aber die haben geschlossen, na dann. Dann nicht. Warum hat eigentlich um 10 Uhr vormittags alles geschlossen in der Stadt? Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, gut, dass das Wherry geschlossen hat, die Kneipe. Das verstehe ich ja noch. Aber beim Waffenladen weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das in den USA üblich ist. Keine Ahnung. Aber die Tankstelle, das ist schon komisch. Wie heißt das andere gleich nochmal? Stimmt, es gibt ja zwei. Es gibt ja das Xwerry, das eher so eine Biker-Kneipe ist. Und dann gibt es diese Bar. Da wollte ich wegen einer... Au! Wegen einer Nebenquest eigentlich mal noch hin. Aber die haben natürlich auch geschlossen. Wir könnten essen gehen. So viel Zeit haben wir noch, wenn wir schon hier sind. Ach ja, warte mal. Wir müssen ja sowieso ins Polizeirevier. Können wir vielleicht ein paar von Thomas' Keksen essen? Ah, wenn Thomas überhaupt da ist, natürlich. Kann sein, dass der noch nicht wiedergekommen ist wegen Mordfällen und so. Psychische Belastung. Wer weiß. Schauen wir mal. Achso, wenn ich jetzt... Ne, ist egal. Okay, ist egal. Oh Mann. Can there really be documents here that the FBI doesn't even have? What do you think, Zach? Vielleicht. Hallo, Faustblitz. Ich habe die Mütze mal in dem Stream von Awesome Games Done Quick gesehen und habe mir gedacht, das ist eine coole Mütze und wollte die auch haben. Und dann habe ich sie mir geholt und jetzt habe ich die immer in den Streams auf. Yay! Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Mehr Geschichte gibt's nicht, aber jetzt ist sie ein Trademark. York, I told you, that's nothing more than local folklore. Harry said that he was there. The Raincoat Killer is a phantom, made up to scare children long ago. I can't believe you fell for that from Harry, of all people. I agree with George. Harry likes to play with people. Play with their minds, too. George, Emily. Of course I don't believe him word for word. But you won't mind if I at least try to confirm that he's wrong, will you? Well then, can you look for the files by yourself? I'm still looking for Thomas. Very well.
Emily, open the filing room for him. Und der Squid hinten lässt sich immer so hängen. Okay, anscheinend müssen wir uns zu den Akten durchkämpfen. Na super. Ach, dieses Polizeirevier, ey. Die Bischofs. They're here too, Zack. Der Kirche der Heiligen. This might mean we're getting warmer to what we need. Hey, gibt's da nicht eine South Park-Folge, in der irgendwie ein Hase, in der rauskommt, dass Petrus ein Hase war und deswegen ist der Hase eigentlich das offizielle Oberhaupt der katholischen Kirche? Irgendwie sowas, oder? Na, wenn es weiter nichts ist, dann kriegen wir das hin. Wenn das alles ist, ich hab mich zu früh gefreut, oder? Wer kommt jetzt? Oh, wir müssen ein richtiges Profiling hier machen. Das ist ein richtiger, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir müssen hier richtig Beweise suchen und so. Ha, das kommt unerwartet, ehrlich gesagt. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber das ist, glaube ich, der Axtmörder, den wir da sehen, der Raincoat Killer, oder? Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Hat er vielleicht die Akten gestohlen selber oder so? Wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht rausfinden. Schauen wir mal alle Aktenschränke durch, die nicht zugewuchert sind. Ah! Oh. Aha. Die Stelle sieht verdächtig aus. Hier wurde etwas entfernt. Ich erkenne da an den Kratzern. Erster von drei Hinweisen gefunden. Moment mal, dritter von drei? Naja, okay. Nee, machen wir jetzt kein Profiling. Machen wir am Schluss wieder. Es wird zu viel Profil in dem Spiel, finde ich. Ah, Moment, da war was. Ah, es kam so spät, ich habe es nicht mitbekommen. Hey, Dankeschön für die Bits. Bis dann mal, gute Nacht wünsche ich. Dir auch eine gute Nacht, Fallen Crusader. Und Dankeschön für die Bits. Und auch in Merlins Namen, danke für die Geburtstagsbits. Ui. Habe ich mir schon fast gedacht. Dass sowas in der Art passiert. Es war vorhersehbar, oder? Das war klar. Verbandskasten, gut. Da habe ich erst vor kurzem welche verbraucht. Okay. Mehr ist hier anscheinend nicht. Na dann. Dieses immer wieder kurze Feuerstöße mit dem Maschinengewehr in Verbindung mit Auto-Aim sind einfach der Wahnsinn. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit der Schusstechnik habe ich das Spiel kaputt gemacht. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Das ist ja ungünstig. Müssen wir jetzt wieder zurückkämpfen. Yes. So, nachladen. Schrotgewehrmunition, das Schrotgewehr ist irgendwie ein bisschen nicht so gut in dem Spiel. Wenn ich aus nächster Nähe einen Gegner nicht One-Hitten killen kann, dann ist es kein gutes Schrotgewehr. Ich finde, ein Videospiel-Schrotgewehr muss zumindest aus nächster Nähe einen Standardgegner One-Hit killen.
Das ist die Aufgabe eines Schrotgewehrs. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann ist es kein gutes Schrotgewehr. Hä? Aber wir müssen da lang. Es gibt keinen anderen Weg. Oh, oh yeah. Wir können unseren Anzug endlich wechseln. Es wird nämlich höchste Zeit für Kirschblütenanzug, finde ich. Gerade in dieser düsteren Zeit, in diesem düsteren Abschnitt, ist es Zeit für ein bisschen Farbe. Ja, mit Herzchenkrawatte. Das ist schon wesentlich stylischer als der vorherige Anzug. Nicht schlecht. So einen Anzug hätte ich echt gerne. Das wäre cool. Es gibt auch keine... Ah, warte mal, die beiden Türen können wir theoretisch vielleicht öffnen. Ja. Wo sind die Zombie? Wieso tanzen die immer Limbo und dann auch noch rückwärts? Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das jenseits eine riesige Kreuzfahrt mit Limbo und so. Wer weiß. Okay, schauen wir mal in den Raum gegenüber. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Okay, das sieht auf jeden Fall nach einem wichtigen Raum aus, würde ich sagen. Groß und voller Gegner. Verbandskasten. Ha, ich hätte gehofft, das ist was Wichtiges. Bullseye. Okay. Ich hasse das an dem Spiel ein bisschen, dass an so vielen Stellen unendlich viel Gegner spawnen. Ich bin jemand, der gerne Räume erst ausräumt und dann aufräumt. Erst alle Gegner wegschießen und dann in Ruhe umschauen. Kann man hier nicht machen. Ah, nein! Wahrscheinlich auch Absicht natürlich. Ich bin dagegen. Bullseye. Das ist toll einfach. Und das alles für eine Handvoll Dollar. Agentenauszeichnungsdollar. Aber das sieht wichtig aus. Da müssen wir, glaube ich, hin, oder? Ah ja, getrocknete Wassertropfen. Interessant, interessant. Hi, das ist ein Trailgun. Ich glaube, mit der Zeit wird auch der Anzug fliegen. Und die Fliegen werden ihn lieben. Bestimmt. Ich starte mal das Profiling. Kurz. Schrotflinte, Schrotgewehr sage, Maschinenpistole, Maschinengewehr sage, triggert dich das. Na gut, ich werde es trotzdem weitermachen. Random. Okay, nix wie raus hier. Ein Hinweis fehlt noch. Mo, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Amazing. Vielleicht ist jetzt die Tür vor uns offen endlich. Sind wir wieder in dem Flur jetzt? Sind wir einmal im Kreis gelaufen? Irgendwo fehlt noch ein Hinweis. Ich weiß aber nicht wo.
Ich hasse so Labyrinthe hier. Ich muss jetzt wirklich mal alle Türen genauer anschauen, auch wenn wir von Monstern verfolgt werden, aber es hilft nichts. Der Anzug ist stylisch, oder? Ich finde auch. Der hat was. Great. Also in den beiden Türen waren wir, glaube ich, oder? Vielleicht müssen wir sogar noch weiter zurück. Ich weiß es nicht. Ich könnte mal nochmal in den Raum gehen, aus dem wir quasi, also... Nee, das geht nicht mehr. Na gut, okay, dann gibt es nicht viel Möglichkeiten. Der Raum kommt mir irgendwie verdächtig. Ah, da ist noch eine Tür in dem Raum. Na, also. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Mich hat schon gewundert, dass hier gar nichts ist. Rote Samen. So, jetzt können wir richtig profilen. Die Herzchenkrawatte ist echt der absolute Burner. Okay, der Raincoat-Killer war hier und hat rote Samen verteilt überall. Und er hat wahrscheinlich die Akten geklaut, die wir hier suchen. Hat sie vielleicht nicht gefunden und war deswegen wütend? Doch, er hat sie gefunden. Und ist damit irgendwo hingegangen. Was jetzt die Wasserspuren mit irgendwas zu tun hat, verstehe ich nicht. Zack, looks like we need to continue our search for the documents. Die Kanalpunkte, damit kann man so spezielle Kanal-Emojis freischalten und auch verändern. George, I'll get right to the point. Unter anderem. It looks like someone else has just removed the documents I'm looking for. Huh? Removed. The cabinet looks like it had been forced open. That's impossible. No one could break into there. No, Emily. There is one person that can access that room at any time. You don't mean Thomas? It's too early to speculate. And profiling is my job, remember? More importantly, Emily, could you get me a coffee? A fresh one, if possible. Coffee? At a time like this? Why now? Emily, please. This is very important. Some coffee. And bring some milk on the side. Zack, you know something, don't you? I'm getting us some coffee. So tell me what you know. Was ich weiß gar nichts. Ah, Zack, this is amazing. Even the taste of her coffee is thrilling, to say the least. What? No, nothing. This isn't the cup that Thomas always uses for me, is it? I'm sorry about that too, then. I just used a cup that was nearby. You have a problem with that? A problem? Not at all, my dear Emily. The coffee is perfect. Well, okay, taste aside, this cup certainly is perfect. George, Emily, we're going to Velvet Falls. There's something waiting for us there.
I can feel it. York, are you joking? You're trusting your cup? No, Emily. Going to a waterfall just might be a good idea. In feng shui, a waterfall is known to be a source of power. Even if we find nothing there, I'm sure it will give us some power. Thanks for the vote of confidence, George. And don't forget to bring a fishing rod. All right, I'll go get it. Fishing? Are you too serious? George, do you have a net? Okay, angeln. Gut, dass ich die Superköder gekauft habe. Ich glaube, wahrscheinlich braucht man die nicht. Aber wer weiß. Ja, ist schon sehr, nicht nur, also, ja, doch. Er ist schon sehr exzentrisch bis sehr unfreundlich, der York. Zack, I hope we can catch a big one. Ich auch. Normale Angelroute. Oh, ich kann nur den normalen Wurm nehmen hier. Na gut, meinetwegen. Na dann. Und? Ach, verdammt. Hätte ja sein können. Aber jetzt! Ah, komm schon, Spiel. Sei ein bisschen kooperativ hier. Oh, wir haben nichts gefangen. Okay. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Aber ich darf ja nur hier mit der normalen, mit dem Wurmköder angeln. Okay, wir brauchen, was brauchen wir denn? Die Beweise, das gelbe Dokument. Ah, das war zu früh. A fish. This isn't the time to be fishing for fish, Zack. Okay, nochmal. Konzentration. Okay, jetzt pass auf. Yes. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, oder? Ich weiß schon nicht, was das sein soll. Good fishing, Zack. Aha. We've caught something to brag about now. Ein Koffer? Ist das ein kleiner Eisenkoffer? In all the history of the FBI, yeah. I'm probably the only one who fished out documents thrown into a waterfall. Don't you think so, Zack? I just don't believe it. Yeah. Files from a waterfall. Tja, vertrau dem Kaffee. Das ist, was wir aus dem Spiel lernen können. Um ewiges Leben und Macht zu erlangen, töte den Samenverzehrer. In Regennächten 4 Menschen. Zweitens, die Opfer müssen auch von den Samen essen, bevor sie sterben. Die Opfer dürfen nicht sprechen, während sie getötet werden. What does that all mean? It's called The Legend of the New Raincoat Killer. George, have you ever seen this handwriting?
Yes. It's Thomas's. Thomas. George, I need to take these documents to Harry. He said he'd tell me everything once I take the docs to him. But those are classified. I can't allow a civilian to view them. Especially that deranged old goat who owns most of the town. I agree with George. Harry is... how can I put it? He might be dangerous. You don't need to worry. You said it yourselves, didn't you? There has never been a mass murder case in this town. That means these documents pertain to a case that never actually happened. Just look at it as though they never actually existed either. Ridiculous. York, I'm sure you've got a plan or something in mind? Okay. You have my approval. George, are you sure? Emily, we need to continue looking for Thomas. Our search may just have become a hunt. Yes, get on it. I'll go see Harry alone. Okay. I wouldn't believe it if I hadn't seen it for myself. But Thomas? There's got to be a rational explanation for this. Zach, George has started to change. I think the deaths of Becky and Diane had a deep effect on him. I guess this town truly is without a king now. Okay, Thomas ist der neue Hauptverdächtige. Und wir haben herausgefunden, dass es sich um eine Art Ritual handelt. 4 Morde müssen passieren, damit man Unsterblichkeit erlangt mit diesen roten Samen. Und 3 gab es bis jetzt in der Stadt. Es steht also noch ein Opfer bevor. Hoffentlich können wir es verhindern. Im 4. Mord. Bis jetzt waren alles junge Frauen. Zumindest die Opfer könnte man, glaube ich, in dieser kleinen Stadt recht schön. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. Die möglichen Opfer. I have to admit, I do like spending a bit of time investigating alone. I'm getting a bit sick of being told that I'm either too slow or too fast. You agree with me, right, Zach? Episode 3, 18, der dritte Glockenschlag. Wie viel Zahlen können in einem Titel drin sein? Tja. Naja, der wirkte halt, der George, wie so ein total abgebrühter Badass-Kerl. Vielleicht hat er deswegen nicht damit gerechnet, der York, der halt einfach aus der Großstadt andere Charaktere gewöhnt ist, dass einem der Tod von dem Mädchen so nahe geht. Ich weiß nicht, ob ich richtig fahre. Ich glaube, ich fahre in die falsche Richtung, oder? Cool, ich glaube schon. Ich glaube, wir werden jetzt von der Leine gelassen, oder? So ein bisschen. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Ich warte immer auf den Moment, wo wir kein... Hä? Da ist ein Hund. Ist das der Dalmatiner, Willi? Ist Willi der Dalmatiner? Jim Green, dessen Karte habe ich mal geangelt. Jetzt ist der da beim... Ich verstehe das alles nicht. Ist auch egal, wir fahren auf jeden Fall in die falsche Richtung. Da steht jetzt Limit 8 bis 21 Uhr und es ist 18 Uhr. Also eventuell muss ich mich sogar beeilen jetzt. Dann sind wir so gar nicht von der Leine losgelassen. Ich weiß nicht genau. Ich dachte, das Spiel kommt mal in so einen Zustand, wo man so ein bisschen selber bestimmen darf, wann man wo ist. Aber bis jetzt hatte ich immer Ziele mit Zeitlimit. Aber ich frage mich, ob ich jetzt unbedingt bis 21 Uhr dahin muss oder ob ich theoretisch auch morgen oder übermorgen zwischen 8 und 21 Uhr dahin kann.
bin mir nämlich nicht sicher, aber da steht Limit. Wer weiß. Ich fahre einfach... Ich mache einfach nach Gefühl, nach Gutdünken. Ups. Na, wird schon gut gehen. Oh mein Gott. Okay, ganz ruhig bleiben. Puh. Oh Gott. Was haben wir getan? Wir kommen hier nie wieder lebendig raus. Aber wir verdienen ein bisschen Geld. Auch nicht schlecht. Irgendwie ist das sogar ziemlich cool. Irgendwie macht das fast ein bisschen Spaß hier. So seltsam die Fahrphysik ist. Moment mal, eine alte Eisenbahn? Bin ich jetzt irgendwie in eine Sackgasse gefahren? Ich hätte gehofft, wir kommen jetzt hier auf die Straße. Und dann spawnt hier plötzlich eine alte Eisenbahn und Schienen. Wir kommen hier überhaupt nicht zurück auf die Straße. Sag mir nicht, ich muss jetzt den ganzen Weg zurückfahren. Ich dachte, ich bin hier auf einer Abkürzung. Nicht auf einer Verlängerung. Ah, warte mal, hier können wir vielleicht wieder... Ich meine, es führt so ein bisschen Richtung Missionsziel. Vielleicht haben wir Glück. Ich weiß es nicht. Über Stock und Stein, aber brichte nicht das Bein. Und nicht das Auto, bitte. Wir haben noch 64% Auto-HP. Wir müssen ein bisschen aufpassen, aber geht schon. Ah, warte mal, Knochen. Das ist dieser andere, uralte Menschenknochenfall. Ich meine, da war doch so ein ausgegrabenes Grab. Vielleicht ist das gar keine alte, unentdeckte Leiche, sondern vielleicht hat jemand Knochen aus einem Grab geholt, aus irgendeinem Grund. Zach, did you want to go somewhere before we visit Harry? That's fine by me. Hör ich da schon wieder einen Hund? Haben Hunde die Knochen geklaut und in der ganzen Stadt verteilt? A human bone? Oder wie? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know?